Beruf und Familie sind oft nur schwierig unter einen Hut zu bringen. Vor allem sind es die Kinder, die unter der Doppelbelastung und dem permanenten Zeitmangel ihrer Eltern leiden. Tagesmütter geben unseren Jüngsten, was sie am meisten brauchen: Spiel und Spaß, liebevolle Zuwendung und jede Menge Geborgenheit. Sehr geehrte Frau Schmiedl, Sie sind mit Herz und Seele Tagesmutter in Straßburg. Wissen Sie ungefähr, wie viele Kinder schon bei Ihnen ein- und ausgegangen sind? Ja, es sind schon über 30 Kinder bei mir gewesen und zum Teil waren die zwei Jahre oder länger da. Wie viele Kinder betreuen Sie derzeit? Derzeit betreue ich 5 Tageskinder und nebenher meine Enkelkinder, das sind 4, sind aber nicht alle zeitgleich da. Das überschneidet sich manchmal und das ist sehr abwechslungsreich für die Kinder und sehr bunt, der Haufen. In der heutigen Zeit klagen viele Eltern darüber, dass sie schon mit einem oder zwei Kindern überfordert sind. Wie schaffen Sie das mit so vielen Kindern? Ja, also ich bin, wie gesagt, mit Leib und Seele Tagesmutter. Ich liebe Kinder sehr. Ich kann mich auch gut in die Kinder einfühlen. Und ich bereite meinen Tagesablauf schon im Vorfeld vor, stehe zeitig auf, richte alles her und bin dann in der Betreuungszeit nur für die Kinder da. Damit ist kein Stress. Und Stress ist ja das Schlimmste, was es gibt. Nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Würden Sie sagen, dass in der heutigen Zeit diese Ruhe in der Familie etwas verloren gegangen ist? Ja, ich befürchte, dass das so ist. Es ist die Hektik sehr groß. Die meisten wollen mehrere Sachen gleichzeitig machen. Es nimmt sich keiner mehr Zeit für die einfachen Dinge des Lebens. Und dabei sind Kinder wirklich ein Geschenk. Und das sollte man wirklich genießen und sich die Zeit dafür nehmen. Es muss nicht so viel Zeit sein, aber die Zeit, was man sich nimmt, die sollte man dann richtig für das Kind da sein. Und das Kind ist damit zufrieden. Gibt es sowas wie einen typischen Tagesablauf bei Ihnen? Ja, also mein Tag ist strukturiert, eingeteilt. Er ist auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Es kommt darauf an, welche Kinder kommen, ob Kleinkinder kommen, ob Schulkinder kommen. Ich bereite das alles so vor. Und ja, es gibt die Jausenzeit, es gibt die Schlafenszeit, aber den Kindern angepasst. Also ich denke, durch das, dass ich auf die Kinder sehr eingehen kann und letztlich auch, dass ich sehr unterstützt werde von meiner Familie, weil sonst könnte ich das ja alles gar nicht tun, kann ich wirklich für die Kinder da sein und sie da abholen, wo sie stehen. Sie haben es vorher schon angesprochen, Sie holen die Kinder da ab, wo sie stehen. Ich kann direkt auf jedes einzelne Kind eingehen, also wo es in der Entwicklung gerade steht. Ein Kind kann vielleicht mit 2 Jahren schon super zeichnen und schneiden und Dreirad fahren und ein anderes Kind weiß nicht einmal, dass ein Dreirad Pedale hat, zum Beispiel. Und da kann man schön langsam und spielerisch das Kind dazu animieren, auffordern, es ihm geschmackig machen, dass es gerne tut, die Neugier schüren und da kann man sehr viel bewirken. Und das alles in Ruhe. Ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist. Seit wann sind Sie bereits Tagesmutter? Ich bin seit 1995 Tagesmutter. War dann 7 Jahre lang. Dann habe ich unterbrochen, war 6 Jahre in einem Kinderheim. Und jetzt bin ich seit über 3 Jahren wieder Tagesmutter. Und wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Tagesmutter zu werden? Ich wollte immer schon was mit Kindern machen. Es ist hat nie so geklappt. Ich habe 2 eigene Kinder, die habe ich gut hingekriegt, muss ich sagen. Und dann habe ich vom Projekt Tagesmütter gehört. Und das war für mich so interessant. Und da habe ich die Leute von dort kontaktiert. Und ja, habe dann die Voraussetzungen erfüllen können. Und bin dann eingestiegen als Tagesmutter. Und gleichzeitig außer dass ich mit Kindern so gerne arbeite, ist, dass ich meine eigene Familie, dass ich für die immer präsent sein kann und dass ich meine eigenen Enkelkinder betreuen kann, weil sonst könnten wiederum meine Kinder nicht arbeiten gehen. Und so habe ich alles unter einem Hut. Ist der Beruf der Tagesmutter Ihrer Meinung nach ein Beruf, den man lernen kann oder muss man dafür geboren sein? Ich denke, lernen kann man das nicht. Also wenn man nicht für Kinder ist, dann sollte man die Finger lassen. Denn Kinder sind nicht nur lieb und herzig, sondern sie können sehr schreien und sehr Wirbel machen und
es gibt eben auch die andere Seite. Aber wenn man sich in das Kind einfühlt, dann kann man sehr gut damit umgehen, weil dann weiß man ja, was dem Kind eigentlich fehlt. Und wenn man dann auf das eingeht, dann ist sehr schnell wieder die Harmonie hergestellt. Aber dazu braucht es Geduld und Einfühlungsvermögen, viel Liebe. Und ja, und ich denke, das kann ich, weil ich eben Kinder sehr gern habe und weil sie für mich das Wichtigste sind. Weiterbildung ist allerdings schon ein Thema. Natürlich, ja. Also wir haben begleitend zu unserer Arbeit immer Arbeitsgespräche, Supervisionen, Kurse und das besuche ich sehr gerne. Und es ist auch teilweise Pflicht, aber ich tue darüber hinaus das sehr gerne, weil man ganz einfach sein Wissen erweitert, weil es den Kindern zugutekommt, eigentlich allen. Und somit ist das sehr, sehr wertvoll. Welche Form der weiteren Unterstützung würden Sie sich wünschen? Wie ich schon gesagt habe, als Tagesmutter fängt mein Tag nicht an, wenn die Betreuungszeit beginnt, also wenn das Kind gebracht wird, sondern schon lange vorher, weil ich mir schon Verschiedenes vorbereiten muss, immer auf das Kind zugeschnitten. Es ist ein Unterschied, ob ein Schulkind kommt oder ob kleine Babys kommen oder Krabbelkinder. Und eben das Essen vorbereiten, schon in groben Zügen, damit ich dann wirklich während der Betreuungszeit für die Kinder da sein kann. Und dann, wenn das letzte Tageskind abgeholt ist, dann ist es natürlich so, dass ich dann die Wohnung wieder in Ordnung bringen muss, damit wieder alles passt für den nächsten Tag. In der Freizeit, da mache ich dann den Speiseplan für die ganze Woche, was auch sehr wichtig ist, weil dann tue ich mich leichter. Also es hängt sehr viel dran. Es ist nicht nur die Betreuungszeit, wo das Kind da ist, sondern das Ganze drumherum. Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Vorteil der Tagesmutter gegenüber der Kinderkrippe? Also der Vorteil in erster Linie ist, dass sich die Tagesmutter intensiver und mehr um das Kind kümmern kann, das ihr anvertraut ist. Und ganz, ganz wichtig ist, was für viele Eltern ganz einfach notwendig ist, dass sich die Tagesmutter an die flexiblen Arbeitszeiten anpassen kann. Nur der Tagesmutterverein wird nicht so gefördert, wie Kindergärten oder Kindergrippen jetzt im Moment gefördert werden. Und das ist sehr, sehr schade. Es gibt auch Eltern, die können sich die Tagesmutter nicht leisten. Ja, das gibt es auf jeden Fall, weil es gibt eine Einkommensgrenze und wenn die nur ein bisschen überschritten ist, dann ist es oft schon für die Eltern nicht mehr möglich, das zu zahlen, weil es ja dann keine Förderung gibt. Und ich habe so das Gefühl, es wird von der Politik nicht so geschätzt, wie es eigentlich geschätzt werden sollte. Weil das ist ja das ganz, ganz Schöne an unserem Job, dass wir die Eltern wirklich individuell unterstützen können. Durch die Betreuungszeiten der Kinder. Und es muss natürlich im Kindergarten und in der Kinderkrippe straffere Zeiten geben, aber wir sind flexibel und unsere Zeiten sind dehnbar, je nachdem, wie es gebraucht wird. Und wenn dann die Eltern ohne Sorgen zur Arbeit gehen können und mit ruhigem Gewissen wissen, die Kinder können so lange da bleiben, wie es notwendig ist, also das trägt so sehr zur Harmonie und zum guten Klima in der Familie bei. Das sollte man nicht unterschätzen. Das gilt wahrscheinlich umso mehr für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Auch, natürlich auch. Aber jedes Kind hat besondere Bedürfnisse. Und man kann nicht, ich würde damit nicht sagen, dass im Kindergarten oder in der Kinderkrippe nicht so sehr auf die Kinder eingegangen wird. Natürlich, aber im Großen. Und wir können das im Kleinen. Und wie ich schon heute mal erwähnt habe, ich kann das Kind da abholen, wo es steht. Und ganz langsam mit dem Kind das Kind fördern und unterstützen und ihm Selbstbewusstsein geben. Und das ist alles so wichtig für spätere Leben. Und das alles langsam, so wie das Tempo des Kindes das vorschreibt. Und das ist auch das Wertvolle, was eine Tagesmutter machen kann. Was gibt es heute zum Essen? Heute gibt es eine Gemüsezuspeise, sagt man bei uns, mit Kartoffel und eine Backerbsensuppe im Vorfeld. Und wenn es uns gelingt, einen Apfelkuchen. Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Salamon, seit wann gibt es das Projekt Tagesmütter Burgenland?
Es gibt das Projekt seit 1989. Es ist ursprünglich von der Volkshilfe gestartet worden. Und im Prinzip ist es dann mit 1991 ein eigenes Projekt geworden, das jetzt so, wie es jetzt heißt, damals geboren wurde, und zwar Projekt Tagesmütter Burgenland. Wird der Verein auch von der Europäischen Union unterstützt? Das ist so, wir werden unterstützt und es ist uns sehr wichtig, dass die Frauen auch eine Ausbildung bekommen und daher gibt es die Unterstützung vom Arbeitsmarktservice über die Europäische Union. Also auch vom Europäischen Sozialfonds? Ja. Wie wird das Angebot von den eigentlichen Kunden, den Kindern, angenommen? Also ich kenne ja das Projekt von Anfang an und immer wenn ich dann natürlich zu einer Tagesmutter komme oder wenn man Eltern sieht und die Kinder, dann kann ich es nur bestätigen, dass es angenommen wird, weil ich doch davon überzeugt bin, dass der Rahmen, wo die Kinder die Zeit bei einer Tagesmutter verbringen, sehr individuell ist, dass sie sich sehr wohlfühlen und dass natürlich auch die Tagesmütter eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder. Und es ist, glaube ich, schön, ein Tageskind zu sein und bei einer Tagesmutter diese Betreuung genießen zu können. Welche Rahmenbedingungen werden Tagesmüttern im Burgenland geboten? Dieses Projekt hat es eigentlich den Frauen ermöglicht, die Tagesmutter werden wollen, dass sie eine Ausbildung machen, die Grundausbildung, 240 Stunden, dass sie die soziale Absicherung haben, dass sie angemeldet sind natürlich, dass sie den Urlaub kriegen. Und zusätzlich bieten wir nach der Grundausbildung dann noch Supervisionen zweimal im Jahr an. Und es gibt auch vierteljährlich die Weiterbildung, die jede Tagesmutter auch macht, solange sie im Projekt ist. Und die individuelle Betreuungszeit der Tagesmütter, wo ich glaube, dass es für die öffentliche Hand fast unmöglich sein wird, zu Zeiten, wo wir betreuen, zu betreuen. Und daher ist es wirklich ein schönes Projekt, das sich 22 Jahre hält und wo, glaube ich, alle zufrieden sein können. Welche Leistungen bietet das Projekt den Eltern? Gleichzeitig ist es natürlich für die Eltern auch so, dass sie, wenn sie eine Tagesmutter suchen, zu uns ins Büro kommen oder die Mitarbeiterinnen fahren zu den Eltern. Es wird dann genau abgesprochen, welche Zeiten. Es wird abgesprochen, wie sich die Eltern den Erziehungsstil vorstellen. Es wird beraten, welche Förderungsmaßnahmen es vom AMS zusätzlich noch gibt. Es wird darüber gesprochen, welche Ausbildung die Tagesmütter haben. Und dann natürlich, ob es individuelle Wünsche gibt, was für das Kind sehr wichtig ist. Ist, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr angenehme Atmosphäre und ein guter Grund, sich für eine Tagesmutter zu entscheiden. Danke, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Ja, und falls Sie gerade auf der Suche nach einer liebevollen Tagesbetreuung für Ihr Kind sein sollten, www.tagesmütter.or.at. Diesen und alle weiteren RMB-Videopodcasts finden Sie wie gewohnt unter www.rmb.at. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.